Willkommen zurück zu Let's Play Gone Home. Wir sind zu Hause, immer noch alleine, vereinsamt. Aus Langeweile wollten wir uns schon betrinken, haben schon die unterschiedlichsten Lieder uns angehört, aber nichts zu machen. Wir bleiben alleine, aber wir haben noch so viel in diesem Haus zu entdecken. Von daher, was soll's, gucken wir uns mal dieses Lehrbuch an. Die Pyramiden. Wie interessiert ihr euch für Pyramiden, Ägypten und so weiter und so fort? Ich finde das immer sehr interessant. Eines der Weltgeschichten, die ich doch immer spannend finde. Hier haben wir ein Arbeitsblatt. Das ist ein bisschen blöder Hintergrund, aber na gut, lesen wir trotzdem. Der Fortpflanzungsapparat Arbeitsblatt 6, Name Samantha Greenbrier, Datum 9.9.94, Aufgabe. Unten stehen zwei Geschichten. Die Abfolge ist in beiden durcheinander geraten. Nimm dir ein Blatt liniertes Papier, wähle eine der beiden Geschichten aus und schreibe sie neu. Beginne mit dem Titel und deinen Namen. Finde einen Einleitungssatz, in dem du den Absatz beginnen willst. Ordne die folgenden Sätze chronologisch. Stell sicher, dass der letzte Satz eine gute, abschließende Aussage ist. Cool. Also, eigentlich ein Test bzw. eine Hausaufgabe. Aber wenn wir Bock haben, könnten wir das jetzt machen. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Trotzdem, wir lesen das aber mal durch. Der Menstruationszyklus. Okay, ist eindeutig Biologie. Sie wandert durch den Eileiter, die Eizelle löst sich vom Eierstock. Da das Innere der Gebärmutter nun nicht mehr für eine Schwangerschaft benötigt wird, wird es 2 Wochen später durch die Vagina abgesondert. Es ist unglaublich, wie gut sich der weibliche Körper auf eine Schwangerschaft vorbereiten kann. Wenn die Eizelle nicht mit einem Spermium in Berührung kommt, löst sie sich auf. Während die Eizelle sich entwickelt, wird das Innere der Gebärmutter immer weicher und dicker. Eine neue Eizelle bildet sich in einem der Eierstöcke und der Prozess beginnt von vorne. Eine Eizelle beginnt sich zu bilden. Okay, das war's anscheinend und das muss man dann halt in der richtigen Reihenfolge bringen, ne? Habt ihr in Biologie aufgepasst? Ihr könnt es ja mal just for fun in die richtige Reihenfolge bringen und mal gucken, wie das hier gemacht wurde. Eine Novelle. Es ist der frühe Morgen des 1. September 1939. Esa Klatz starrt aus dem Fenster des Zuges, der aus Wien zurück zu ihrem Heimatdorf Weilun in Polen fährt. Während der Zug dahinter tuckert und die Sonne über der Landschaft aufgeht, kann sie nun an ihren Liebsten Borislav denken, den Jungen, den sie bald heiraten wird. Inzwischen beginnt sich tief in ihren Eingeweiden eine Eizelle zu entwickeln. Esas Zug nähert sich seinem Ziel. Ihr Herz rast. Das Innere der Gebärmutter wird immer weicher und dicker. Was für eine wunderschöne Geschichte zu diesem Wetter und dieser Atmo hier. Aber egal. Als Esser aus dem Zug steigt, überfliegen ihre Augen schnell die versammelte Menge. Dann, dort, ihr geliebter Boris. Noch immer in einem Bäckerkittel hat er anscheinend heute Morgen seine Pflichten im Geschäft seines Vaters vernachlässigt, um sie hier zu treffen. Ihr Herz stolpert vor Freude. Die Eizelle löst sich vom Eierstock. Sie wandert durch den Eileiter. Trotz des schnaufenden Dampfmaschine hört man ein lautes, werdendes Brummen. Es kommt aus dem Himmel. Dunkle Schatten gleiten über den Bahnhof hinweg. Ein pfeifendes Geräusch. Esser, deren Gedanken nur eine Sekunde schneller sind als die Bomben, streckt ihre Hände über die Menschenmenge hinweg ihrem Boris entgegen. Ihre Augen treffen sich fast und für einen Moment bleibt die Zeit stehen. Blitz und Rauch umhüllen ihn dann fast augenblicklich. Während des Angriffs der deutschen Armee auf ihre Heimatstadt werden fast 75% aller Bewohner getötet. Der Rest, einschließlich Essa und für jetzt jedenfalls Borislav, drängt sich in einer halb zerstörten Kirche zusammen. Er ist blind. Die Überreste seiner Beine sind mit zerrissenen Bettlagen bandagiert. Essas Eizelle wird nicht mit einem Spermium in Berührung kommen. Sie löst sich auf. Ungefähr 2 Wochen später weicht jegliches Leben aus Boris. Essa hat ihren Rationen aufgegeben, um ihn am Leben zu erhalten, aber am Ende kann ihn nichts mehr retten. Da das Innere der Gebärmutter nicht für die Schwangerschaft benötigt wird, wird es durch die Vagina abgesondert. Essa schwört, dass sie überleben wird. Sie schließt sich dem polnischen Widerstand aus tollkühne Spionin und Saboteurin an. Eine neue Eizelle bildet sich in einem der Eierstöcke und der Prozess beginnt von vorn. Es ist unglaublich, wie gut sich der weibliche Körper auf eine Schwangerschaft vorbereiten kann. Komm nach dem Unterricht zu mir.
Ist das geil? Ah, was für eine blühende Fantasie. Also ich fand die Geschichte gut. Mein Gott. Sie hat eine gewisse Reihenfolge drin gehabt. Mehr oder weniger. Ich mag ihre Schwester. Ich finde die echt cool. Ich habe sie im vorletzten Part, glaube ich, schon erwähnt. Ja, doch. Die würde ich gerne mal kennenlernen. So. Was haben wir denn da für eine Flasche? Ach, kannst ja kaum sehen. Whisky. Whisky. Wie viel Prozent hat denn der? 40. Ja, dann ist er ein guter Whisky. Komm. Oh, Mann. Katie, du musst noch viel lernen. Was ist ein Schnapsglas? Ah, du passt das Schnapsglas, sag das doch gleich. Komm. Jetzt. Oh, bist du schon so besoffen? Hopp, komm. Hoch. Und da drauf. So. Stell's doch richtig. Ach, Katie. Dann lass es halt. Komm, bist mir zu blöd. Zu blöd zum Saufen, ey. Nee. Gut, wir werden jetzt wieder ein bisschen ernster. Das Spiel ist ja eigentlich ernst zu nehmen. Aber das hat echt die Stimmung aufgelockert. Das ist diese Novelle. Das ist toll. Toll. Sehr kreativ. Licht. Danke. Können wir uns hier in Ruhe umschauen. Auch noch mehr Bücher, ey. Also entweder ist das Buch erst erschienen oder es verkauft sich Nüsse. Alles voll damit. Samantha, bitte gib das deiner Mutter. Was ist das? Janice, es freut mich, dass Danny euch in eurem neuen Haus besuchen durfte. Er ist sehr traurig darüber, dass seine alte Freundin Samantha nicht mehr nebenan wohnt. Danny hat gefragt, ob er Samantha sein Nintendo Street Fighter Spiel leihen darf. Und ich habe es ihm erlaubt. Er soll sowieso nicht mehr so viel Zeit mit diesem Grab verbringen. Also keine Eile beim Zurückgeben. Zeig Samantha, dass sie uns auch gerne jederzeit besuchen darf. Mit freundlichen Grüßen, Mary Schutz. Ja, ihr mit eurem Street Fighter. Oh. When you live in one place your whole life, your next door neighbor is kind of like your default friend. And Daniel only got weirder over the years. So moving away has been a good excuse to, like, not see him anymore. But he did always have the good Nintendo games. Maybe I'll give him a call. Da wird er sich bestimmt freuen. Danny ist bestimmt einfach nur ein Nerd. Der ist nicht merkwürdig, das ist ein Vollblut-Zocker-Mädchen. Das haben wir gerade gelesen, oder? Ja. Alter, haben die eine Schallplattensammlung, da werde ich ja neidisch. Also ich habe ja gar keine Schallplatten. Ich hatte früher ein paar. Hattet ihr welche? Ich mag Schallplatten. Die haben sowas Klassisches. Ich habe sogar noch einen Schallplattenspieler. Okay, er ist relativ modern, aber... Was heißt modern? Vor 10 Jahren oder so, aber das ist sehr modern. Hier sind wir fertig und jetzt gibt es nur noch eine Tür in diesem Flügel. Oh, und da kommen wir erstmal nicht rein. Können wir was hören? Lausch. Durch das Schlüsselloch. Blick. Geht nicht. Okay. Dann gehen wir. Ach, gehen wir. Hier könnte man eigentlich auch ein bisschen das Licht ausmachen, oder? Ist übertrieben hell hier. So, ein Lämpchen kann man ja anlassen, damit man den Schalter findet, sozusagen. Ah, der Rest wird überbewertet. Oh, komm, lass. Lass einfach so, wie es ist. Die Ganglichter können ruhig anbleiben. Das finde ich beruhigend. So. Westflügel abgeschlossen. Ach ja, hier ist nochmal die Familie. Damit wir uns nochmal in Erinnerung rufen, wie die alle aussehen. War das überhaupt der Westflügel oder rede ich Mist? Nee, es war der Westflügel. Ah, da unten geht's zum Keller. Danke für den Hinweis. Ja, da will ich echt noch nicht hin. Der Keller ist ja immer so eine Sache, ne? So, im Bad waren wir. Ich würde sagen, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Da waren wir auch schon drin. Da war ja nur das kleine, genau. Machen wir wieder zu. Ist dieses Buch hier wichtig? Anscheinend nicht. Ich glaube, in den Schränken habe ich auch schon geguckt. Also. Oh, schade. Also geht hier auch nichts. Und hier wird mir auch nicht gesagt, was hier drin ist. Jo, jetzt heißt es
Nach oben. Da mache ich mal ein bisschen langsam. Ich habe da ein bisschen... Weil ihr wisst ja, man hat ja... Also es klang immer wie Schritte, wenn es richtig laut gepoltert hat. Ich weiß ja nicht. Ne, bevor ich mich hier umgucke, will ich erstmal den Gang sichern. Ich gucke nicht, dass da einfach jemand steht oder so. Hallo? Okay, das da hinten, das ist eine typische Aufschrift für ein Kinderzimmer. Vielleicht unser eigenes, vielleicht das von Sam. Mal sehen. Schauen wir uns erstmal hier um. Was haben wir denn da? Kontrollierten Waldbrand geplant für Boone County. Für den größten Teil der nächsten Wochen werden Rauchschwaden über den Nordosten von Boone County zu sehen sein. Grund dafür wird ein vom Forstamt kontrollierter Waldbrand in den überwucherten Gebieten des Flintlocks National Forest sein. Forstarbeiter bereiteten das Gebiet schon seit Monaten vor. Laut dem Forstamt wird der Brandeinsatz... Ja, das war eben ein lautes Motorrad, das bei meinem Haus vorbei fuhr. Entschuldigung. wird der Brandeinsatz zwischen 8 und 17 Uhr am Montag, Dienstag und Mittwoch stattfinden. Möglicherweise auch noch am Donnerstag soll das etwas langsamer vorangehen als geplant. Der Waldbrand wird nicht nur tote und überwucherte Vegetationen entfernen, die den trockenen Monaten zu Großbränden führen kann. Er wird auch als wertvolle Übung für die Forst- und Feuerwehrmitarbeiter dienen. Mein Oberforstin Janice Greenburn. Ja, ich verstehe. Also unsere Mutter natürlich hier in einer großen Aktion dabei gewesen. Was ist denn das? Kann ich das Datum sehen? 1. Oktober 94. Ja gut, aber jetzt haben wir ja 95, wenn ich mich nicht irre. Also ist das schon ein Weilchen her. Also ist denen da bestimmt nichts passiert. Sonst wäre ich bestimmt schon früher nach Hause gekommen oder so. Kann ich irgendwo das aktuelle Datum einblicken? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Hier haben wir ständig Einträge von 94, handelt aber auch alles so in dem Sommer, Herbstzeit rum. Aber wir haben doch jetzt 95, oder? Das will ich jetzt eben mal checken. Ja, wir haben definitiv Sommer 95. Also was wir hier erleben, diese Geschichte während unserer Abwesenheit, war relativ zu Beginn unserer Reise. Mal gucken, ob wir uns da in diesem Jahr noch weiter fortbewegen. Bin ich mal gespannt. Ja klar, macht ja auch Sinn. Vor einem Jahr sind sie eingezogen und dann die neue Schule und so. Natürlich, das macht alles Sinn. Und da haben sie dann noch einiges zu berichten, denke ich mal. Das könnte noch sehr interessant werden. Am Montag Bärchenbowling, Mittwoch Kochkurs, Schütze mitbringen, Freitag Gesellschaftstanz. Montag Bärchenkurs, Mittwoch... hier ist jetzt anders. Mittwoch Kochkurs. Freitag Gesellschaftstanz. Das große Menü für Terry und Sam kochen. Okay, und Bowling fällt in der Woche aus. Huh? Week off, man kann leider nicht sehen, welche genau. Aber so genau muss man es ja auch nicht wissen. Okay. Ein Kamm. Ein hässlicher Kamm. Schon wieder ein Stift, also wenn ich mal was aufschreiben muss, wird es mir nichts fehlen. Ein Formular! Boah, das ist wirklich ein sehr lesereiches Spiel, aber es macht mir nichts aus. Mitteilung über befristeten Personaltransfer. Bruce Pendleton, Leiter der Personalabteilung Landesforstamt. Zur Unterstützung beim vorgesehenen kontrollierten Brand wird am 2.9.94 ein Ranger mit Erfahrung in der Prozedur zum Flintlock National Forest überstellt. Siehe beigelegte Personalakte. Die leitende Beamtin an den Flintlock Forest Station, Oberstforstbeamtin Janice Greenbrough, wird mit der Aufsicht des überstellten Personals beauftragt. Die Dauer des Transfers wird auf einer Leistungswertung sowie der Empfehlung der leitenden Beamtin beruhen. Mit freundlichen Grüßen, Bruce Pendleton, 4.8.94. Jo, Mutter hier hoch im Kurs bei der Angelegenheit. Ich merke das schon. Interessant. Jetzt hatten wir in dem anderen Flügel mehr über den Vater erfahren, wie der so drauf ist, was er gemacht hat innerhalb des Jahres. Und jetzt ist so ein bisschen mehr die Mutter dran, habe ich so das Gefühl. Aber das wird sich bestimmt auch nochmal wechseln. Was haben wir hier? Oh, was? Ist das eine Kassette? Moment. Kassettenhülle. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls?
I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Okay, mit Mädchen abhängen, zum Inventar hinzugefügt. Das ist die Hülle. Die Kassette an sich haben wir ja schon gehört. Ah, sie hat es auch aufgemacht. Kann ich bitte das mal drehen? Ich will nur sicher gehen, dass es wirklich... Ja, es ist definitiv leer. Also wir haben die Kassette bereits gehört. Was steht denn da alles noch? Love Sing. Tap. Ah, das sind bestimmt die Liedertitel, denke ich mal. Panic, Bitch. Was? Fuck you. Was hört denn ihr für Lieder? Sind das wirklich die Liedertitel? Egal, vor Sam. Nee, ist bestimmt so. Wir legen es wieder zurück, gehört mir nicht. Oh, Entschuldigung, wenn das Sam sieht, Moment. Ja, es ist wirklich wichtig, wie ihr merkt, dass man sich so Kleinigkeiten anguckt. Weil gerade diese Monologe von Sam, beziehungsweise ihre Tagebucheinträge, sind doch sehr interessant. Ich mag ihre Stimme, muss ich an der Stelle mal sagen. Ich finde die sehr angenehm. Da hört man gerne zu. So, hier ist alles ruhig. Tür öffnen. Ja, das werde ich... Das steht da aber nicht. Tür... Achso. Das ist nicht das Schild. Das ist die Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Machen wir auch gleich. Lass nicht jedes verdammte Licht im Haus an. Du bist genauso schlimm wie deine Schwester. Okay, Mom. Streng formulierten Brief lesen. Da hier alle Lichter an sind, könnte man jetzt mutmaßen, dass Sam die Letzte war, die das Haus... verlassen hat, betreten hat, keine Ahnung. Streng formulierten Brief lesen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich, Samantha Creambrayer, bin 17 Jahre alt. Ach, jetzt weiß ich nicht mal das Alter. Ich hätte ihn ein bisschen jünger geschätzt, okay. Und von daher ein unabhängiges und funktionsfähiges menschliches Wesen. Die Tatsache, dass ihr mir immer noch verbietet, allein in die Stadt zu gehen, ist ehrlich gesagt geradezu lächerlich. Man vergleiche mit Katie, die nur 3 Jahre älter ist. Okay, wir sind 20, habe ich auch schon vergessen. Und ist, als ich und es ihr trotzdem erlaubt wurde, über den Ozean zu einem anderen Kontinent zu reisen. Ich möchte einfach nur einen Abend allein in einer vollkommen sicheren Stadt verbringen. Wie ein menschliches Wesen. Und da ihr euch vielleicht erinnert, dass ich jetzt mein eigenes Auto habe, könnt ihr mich auch nicht wirklich aufhalten. Wärmste Grüße, eure Tochter Samantha. Hu, hu, hu. Kaum sind sie im Jugendalter, fangen sie an zu bocken. Das beweist sich doch immer wieder. Daniel hat nochmal angerufen, er will sein Nintendo zurück. Sein Ninidendo. Und was steht da? Achso, Daniel hat angerufen. Du kriegst dein Nintendo nicht. Wenn man einmal mit dem Nintendo aufwächst, beziehungsweise süchtig danach ist, dann bleibt man es auch. Sagt, bloß hier läuft das Nintendo noch. Das müsste eigentlich Samanthas Zimmer sein. Ich brauche Licht. So. Ja, der Storyplot ist doch jetzt klar, oder Leute? Das ist ja eindeutig. Die Gute ist bei ihrer Freundin Lana und die zocken Super Nintendo. Die hat ihre Konsole mitgenommen, die zocken. Und die Eltern, keine Ahnung, sind eintrinken gegangen. Ich bin so der Checker, ich weiß alles schon. Nee, ist natürlich nur Spaß, ich weiß gar nichts. Cool. Ist das Judy Foster? Kombination eingeben? Oh, sag bloß, hier gibt's auch Rätsel in dem Spiel. Wie geil! Okay, lass mich mal raus. Ich weiß die Kombination natürlich noch nicht. Auch wenn da 119 steht, das hat mit dem Code bestimmt wenig zu tun. Ja, richtiger cooler Spind hier. Sonic. 117. Bestimmt so ein Radiosender. So, seid ihr irgendwelche Stars, die man kennen müsste oder so? Kann mir das keiner vorlesen? Nein, Mann, ich will den blöden Code nicht eingeben. Ich will mir das angucken. What a party. Alles klar. Jodie Foster, ja, habe ich sie doch richtig erkannt. Ha, bin ich gut. Die kommt mir auch bekannt vor. Das ist Kim Basinger. Definitiv. Das da könnte... Wäre blöd, wenn das dort steht, dann... Weiß nicht, könnte Neve Campbell sein. Nee, glaub nicht. Das ist eine Katze.
kommen mir alle ein bisschen bekannt vor. Also die kenne ich auch. Ah, das sind aber auch jüngere Bilder. Ich meine, guckt euch Judy Foster an. Da war es ja noch ein Teenie. Guck ich mal. Ja. Ist das Jenny, Jenny Gard? Die hat doch bei so einer Teenie-Serie mitgespielt. Irgendwas mit Jenny. Ah, schon so lange her. Aber es sind die 90er. Kein Wunder, dass ich das kenne. Ich bin ja auch ein 90er-Kind und ich fühle mich da echt ein bisschen heimisch. Das ist für euch vielleicht teilweise ein bisschen befremdlicher wie für mich. Ich finde das gerade richtig geil hier. Was haben wir denn da? Sam hatte das in der 4. Klasse oder so. Ja, zeig mal. Kann man das aufblättern? Süß. Sieht doch knuffig aus. Na gut, man kann es anscheinend nicht. Aber da liegt noch was drin. Warte mal. Das ist mal kurz hier Mustaf zur Seite. Was ist das für ein Buch? Schon wieder die Bibel. Sehr religiöse Menschen anscheinend. Nicht schlecht. Naja, schaden kann es ja nicht. Schon wieder so ein Brettspiel. Ist das das gleiche wie vorhin? Nein, das ist ein anderes. Got your number! Oh Mann, was ist denn das für ein Scheiß? Mhm. Naja, typisch für Mädchen. Ja, es ist ja meine Schwester, also ich habe das Recht, hier ein bisschen rumzuschnüffeln, finde ich. Ein Kapitel. Oh Gott, diese Captain Allegra-Story geht anscheinend weiter, die wir schon mal angefangen haben. Captain Allegra, immer noch mit dem wehenden Rock und fester Jacke, stieg mit einem einzigen schimmernden Faden in die tiefen Höhlen des Labyrinths hinab. Sie und der erste Offizier, jetzt auf sich gestellt, kamen ihrem Ziel immer näher, dem Thronsaal des toten unsterblichen Königs der Insel. Der erste Offizier ließ sich weiter vorne auf dem Steinflur nieder. Sie wischte sich kreideweißen Knochenstaub von ihren Hosen aus Segeltuch und schaute hoch zu Allegra. Der seidene Faden, nahezu unzerstörbar, durch die verzauberten Motten, die diese Insel bewohnten, folgten ihnen, um ihnen den Weg zurück zum Eingang zu weisen. Aus dem Inneren des Labyrinths begann ein Stöhnen zu erschallen. Das Stöhnen wurde lauter und deutlicher. Die verfluchte Stimme des Königs. Die Haare an Captain Allegras Armen stellten sich auf. Sie schaute sich nach dem ersten Offizier um, dessen Augen etwas zu lange bei der Finsternis des Durchgangs verharrten, bevor er den Blick des Captains bemerkte. Der erste Offizier nickte still vorwärts. Komm, weiter. Oh je. Der Thronraum des Königs lag voraus. Skelettartig in verrotteten Roben war der König über eine blaue Kugel gebeugt, die sich an der Spitze seines königlichen Zepters befand. Während er sang, strömten jammernde Seelen nach einer der anderen durch Risse in die Höhlenwand und wurde in die Kugel gesogen, wodurch sie immer heller und heller glühte. Hinter dem König führte eine lange, aus dem Fels gehauene Treppe von einem Durchgang weiter oben in die Kammer. Allegra sagte, wir sind in der Überzahl, ich werde seine Aufmerksamkeit auf mich lenken und dann kannst du... Aber der erste Offizier unterbrach sie. Nein, ich bin kleiner und schneller. Und du kannst dich mit den mystischen Energien wie dieser. Und du kennst dich damit aus. Ich werde mich auf die andere Seite schleichen, den König auf mich aufmerksam machen und ihn dazu bringen, mich zu verfolgen. Sie hielt die seidene Schnur hoch. Mit diesem unzerstörbaren Faden im Gefolge natürlich. Allegra sagte, das ist ein guter Plan, aber vielleicht sollten wir zusammengehen. Der erste Offizier schüttelte den Kopf. Du weißt, das ist unsere beste Chance. Hab keine Angst um mich. Die zwei Frauen griffen... Achso, das sind zwei Frauen. Okay, ich dachte nur, Allegra ist eine Frau. Na egal. Die zwei Frauen griffen sich an den Händen und drückten sie dreimal fest. Ihre Handflächen wurden warm. Der erste Offizier knotete den Faden an seinen Gürtel fest und salutierte kurz. Dann zwinkerte sie ihr zu und stürmte davon. Allegra wartete und starrte wachsam auf den oberen Teil der Treppe, wo der erste Offizier auftauchen sollte. Der König fuhr fort mit seinem Halt, nein, halt, Quatsch, halt, nein, nein. Das Singen erstarb. Der König drehte sich um und begann, die Treppe hinaufzugehen. Allegra wollte schreien, nur um irgendwie zu verhindern, dass der erste Offizier kopfüber ins Verderben rennt. Der König war schon fast oben angekommen, als der erste Offizier aus dem Gang gerannt kam. Sie rutschte, als sie versuchte anzuhalten. Dann drehte er sich um und lief davon. Der König verfolgte mit besorgniserregender Geschwindigkeit. Verfolgte sie.
Aus einem dunklen Gang, viel zu weit entfernt, hörte Allegra den ersten Offizier schreien. Der Faden in Allegras Hand wurde gespannt und er zitterte. Dann fiel er schlaff auf den Steinboden. Allegra lief und folgte der Schnur. Schließlich kam sie an ihr Ende. Der unzertrennbare Faden hing schlaff aus ihrer Hand herunter. Das Ende war abgerissen. Sie warf ihn in den Boden und lief, lief, lief. Och Mensch, schöner Reißer. Warum auch nicht? Was haben wir da? Ein Halsband. Mitten. Dry Creek. Aha. Hatten wir eine Katze? Oder ist es einfach nur so, weil 18... Na, egal. Nee, ich glaube nicht, dass wir eine Katze hatten. Dafür gab es zu wenig Hinweise. Einfach so. Ja, okay. Hier ist Dreckwäsche. Na, egal. Das ist wieder Sonic Boom. Ach so, wieder dieser Radiosender, denke ich mal. Ja, merkwürdig, so ein bisschen. Oh Gott, nee, also das Kapitel ist, das ist eine Notiz, aber die lesen wir trotzdem erst das nächste Mal. Generell, ich glaube, wir haben hier noch relativ viel zu gucken. Ach Gott, kennt ihr diese Bilder? Wo man irgendwas dran erkennen muss? Ich versuche das mal. Manchmal, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Bild ist. Aber nee, ich glaube nicht, oder? Ich erkenne zumindest nichts. Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr was erkennt. Hier vielleicht? Nee, das sind wirklich nur so unbedeutende Muster. Ja, wir haben noch viel vor uns in diesem Zimmerchen. Eine richtige Unordnung, warum sie nie ihre Sachen ausmachen kann, bevor sie abzieht. Oder vielleicht ist sie auch nicht freiwillig gegangen. Wer weiß das schon. Vielleicht erfahren wir mehr das nächste Mal. Bei Let's Play Gone Home.